Regionalverband. Mostviertel ist vielen Menschen kein Begriff. Vielleicht könnten Sie uns kurz skizzieren, was ist ein Regionalverband und welche Aufgabe haben Sie als Obmann? Ist natürlich sehr berechtigt, gerade die Funktion des Regionalverbandes einmal anzusprechen. Wir sind ein regionaler Entwicklungsverband. Wir sind tätig in der Region von Amstetten über Scheibs, Melk bis Weidhofen an der Ips und haben eigentlich dort die Verbindung zwischen den Gemeinden einerseits, zwischen dem Land Niederösterreich andererseits, aber auch zwischen verschiedenen Organisationen in der Region, Ideen zu verwirklichen, Ideen einmal überhaupt oft zu kreieren und diese auch in der Umsetzung zu unterstützen. Es ist eine sehr interessante Aufgabe, weil wir eigentlich etwas, was es noch nicht gibt, entwickeln und weil wir eigentlich versuchen, neue Entwicklungen, neue Ideen auch zu finden und in einer Region damit neue Schwerpunkte zu setzen. Wie finden Sie diese Ideen? Wir haben bei uns im Regionalverband 9 Themenschwerpunkte. Die Themenschwerpunkte setzen sich zusammen von europäischen Themen über Wirtschaftsthemen, Landwirtschaft bis hin zu sozialen und kulturellen, und diese Themenschwerpunkte werden von Mandataren und Persönlichkeiten aus den Regionen, Bürgermeistern zum Beispiel, besetzt, und diese Themenfelder arbeiten kreativ, wenn man so sagen will. Sie versuchen einmal in ihren Themenschwerpunkten Ideen zu finden, neue Entwicklungen zu suchen, vielleicht auch Problematiken in den Regionen aufzugreifen und diese Themen dann zu erörtern, auszuarbeiten und vielleicht auch mit neuen Ideen zu besetzen. Ein Thema, das man nicht unbedingt im Tätigkeitsbereich eines Regionalverbandes vermutet, ist das weite Feld Migration und Immigration. Dazu Regionalmanager Karl Becker. Es steht deswegen auf der Agenda eines regionalen Entwicklungsverbandes, weil es auch eine innerregionale Migration gibt, dass Menschen von einem Bezirk in den anderen übersiedeln und dadurch Informationsdefizit haben. Genauso geht es Menschen, die aus anderen Kulturkreisen zu uns in die Region kommen, weil es sie über den Arbeitsmarkt hierher verschlägt, die auch ein Informationsdefizit haben. Und das wollen wir aufgreifen. Wir wollen einmal zeigen, welche positiven Beispiele gibt es schon, um neue Bürgerinnen und Bürger zu integrieren und das dann in einer gemeinsamen Veranstaltung präsentieren und daraus dann gute Beispiele in einer Art Zuzüglermappe zusammenfassen, die als Informationsgrundlage dient, in diesem Dreieck zwischen Steyr, St. Pölten, Linz, wo wir als Region mit unseren Städten, Amstetten, Weidhofen, Scheibs, Melk eben angesiedelt sind. Ein weiteres Thema, das der Regionalverband Mostviertel stark forciert, ist die Diskussion um die Ressource Wasser. Das ist ein Schwerpunktthema, zum einen aus der Entwicklung heraus. Wir haben ja jetzt überall schon die Erkenntnisse, dass der Klimawandel bei uns fortschreitet. Wir merken ganz einfach, es wird trockener. Wir merken, dass die Wasserverteilung ganz spezifisch sich ändert, und auf das wollen wir reagieren. Wir haben mit diesem Projekt Wasserkaraffen zum einen ganz vehement darauf aufmerksam gemacht, dass die Trinkwasserqualität bei uns einzigartig ist, dass wir da gerade in Europa gesehen wirklich in Österreich stolz sein können, was wir an Trinkwasserressourcen in der Region haben. Und diese Wertschätzung dieses Gutes wollen wir dadurch auch heben. Und die Wasserkaraffen war so ein Angebot, dass wir für jede Gemeinde da Wasserkaraffen zur Verfügung gestellt haben, diese den Eindruck erhalten haben, Wasser aus meiner Gemeinde, und dort jede Gemeinde ihr Logo und ihren Namen einfügen können und damit auch diesen persönlichen Bezug herzustellen. Zum Zweiten haben wir auch vor, jetzt gerade mit diesem Projekt Wasserkaraffen zu zeigen, dass die Wasserressourcen auch enden wollen sein können und dass dieses Projekt Wasser natürlich gerade bei uns auch in Zukunft wesentlich stärker behandelt gehört. Wir müssen schauen, wie wir die Ressource schützen, wir müssen schauen, wie wir sie nachhaltig auch bei uns in der Region erhalten und wie wir sie auch natürlich vermarkten können.